Antrag der Abgeordneten Dr. Susanne Fürst, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Ablehnung des WHO-Pandemievertrages sowie der novellierten internationalen Gesundheitsvorschriften IGV. Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür eintreten oder die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zum 8. Punkt der Tagesordnung, Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 3975a der Abgeordneten Hermann Wertschnick, Andreas Ottenschläger, Kolleginnen und Kollegen, betreffend 35. STV-Novelle 2518 der Beilagen. Es wurde auf die mündliche Berichterstattung verzichtet. Ich begrüße die Frau Bundesministerin für Verkehr und darf den Herrn Abgeordneten Alois Stöger um sein Wort bitten. Bitte, Abgeordneter. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz besonders die Pensionistinnen und Pensionisten aus Gschwand begrüßen im Auftrag der Abgeordneten Elisabeth Feichtinger. Herzlich willkommen hier im Parlament und am Interesse der Demokratie. Und jetzt wird es ganz spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe 2022 auf Wunsch vieler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen Gesetzesantrag eingebracht, damit man in den Gemeinden vor Schulen, Kindergärten, Sportplätzen einen 30er verordnen kann. Und viele Bürgermeisterinnen, waren auch ein paar von der ÖVP dabei, haben gesagt, das ist so schwierig, weil da braucht man immer ein Gutachten von einem Sachverständigen und das ist teuer und die Bezirkshauptmannschaften ziehen sich da und es wäre doch gescheit, wenn es eine Gemeinde einbringen will, dass man ohne Gutachten das Selbstverständliche machen kann, nämlich vor kritischen Situationen im Verkehr eine 30er-Beschränkung vorzunehmen. Das war 2022. Dann sind die Regierungsparteien draufgekommen, dass ich eigentlich nicht so Unrecht habe. Und haben das letzte Mal da im Parlament einen Fristsetzungsantrag eingebracht mit ihrem eigenen Vorschlag 34er. Und siehe da, sie ändern zwar ein bisschen den Gesetzestext, aber es bleibt gleich. Ich brauche nach wie vor ein Gutachten. Sie haben ein bisschen was dazu gemacht. Sie haben ein bisschen was dazu gemacht, das ist durchaus okay, nämlich, dass auch Gemeinden Radarkontrollen machen können, sind wir dabei, aber es geht so nicht, wie es ihr mit uns umgeht. Wir glauben nach wie vor, ein Sachverständigengutachten braucht es nicht, weil es ist selbstverständlich, dass man vor Schulen, Kindergärten, wenn es der Bürgermeister will, auch einen 30er machen kann. So. Jetzt wollte ich zusammenarbeiten mit der Regierung und habe gesagt, machen wir wenigstens eine Ausschussfeststellung, damit man dieses Gutachten nicht braucht. Und siehe da, die Bundesregierung und die Regierungsparteien haben mir das abgelehnt. Ich vermute, weil sie es nicht wollen. Und dann habe ich gesagt, wart's mal, das war vorige Woche, haben wir eine außerordentliche Sitzung des Verkehrsausschusses gehabt. Und ich habe gesagt, kommt mit einem besseren Vorschlag, bis heute machen wir einen Abänderungsantrag. Wisst ihr, was die Regierungsparteien gemacht haben? Nichts. Sie sind nicht gekommen mit einem Verbesserungsvorschlag und deswegen werden wir heute dieser Aktivität nicht zustimmen, weil die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eigentlich kein Gutachten brauchen, wenn sie einen 30er aufstellen. Das weiß jeder Bürgermeister in seiner Gemeinde, jede Bürgermeisterin. Und wenn es nicht notwendig ist, dann würde er es nicht verordnen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Hermann Wertschnick. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, werte Abgeordnete. Ganz kurz zum Herrn Abgeordneten Stöger zu replizieren. Fachliche Beurteilungen bei einer Verordnung braucht es immer. Das braucht es bei jedem Verkehrszeichen. Hier zu reden von einem Gutachten, wenn es hier um fachliche Beurteilungen geht, ist einfach falsch. Ja, stimmt so nicht. Um was geht es heute? Es geht heute um eine ganz wichtige Novellierung der Straßenverkehrsordnung, nämlich niedrige Geschwindigkeiten im Ortsgebiet, gerade um Schulen, Altenwohnheimen, Freizeiteinrichtungen, Kindergärten, sind ein wichtiger, aktiver Beitrag für ein respektvolles Miteinander im Straßenverkehr. 65
Verkehrsunfälle ereignen sich täglich alleine im Ortsgebiet. Das sind ungefähr 2/3 der täglichen Verkehrsunfälle. Und es wurde bereits schon gesagt, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wissen ganz genau, was zu tun ist und brauchen diese Erleichterungen. 280 Gemeinden fordern in einer VCÖ-Petition verteilt über das gesamte Bundesgebiet Erleichterungen für Tempo 30, verteilt auch über alle Fraktionen. Alle Fraktionen sind hier auch dabei. An dieser Stelle danke an die Initiative vom VCÖ. Wir haben diese Forderungen umgesetzt. Die Temporeduktion von 50 auf 30 muss nicht mehr den Nachweis der Erforderlichkeit bringen. Geeignet reicht aus, das Sport. Genau diese externen Gutachten, von denen hier gesprochen wurde. Es braucht natürlich überall fachliche Beurteilungen. Es erleichtert, es spart Zeit und vor allem Tempo 30, weniger Schadstoffe, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in den Orten. Wir erhöhen hier ganz klar und deutlich die Verkehrssicherheit. Wir erhöhen die Verkehrssicherheit, ich darf erinnern, schon mit der Einführung des ersten und des zweiten Raser-Paketes. Wir erhöhen die Verkehrssicherheit durch die Förderung vom Rad- und Fußverkehr, auch in dieser Legislatur umgesetzt. Und wir erleichtern und wir erhöhen damit die Verkehrssicherheit heute mit der heutigen Novelle. Zweiter Punkt, glaube ich auch ganz wichtig, die Erleichterung für Gemeinden ohne Gemeindewachkörper, punktuelle Tempokontrollen auch durchzuführen. Ich glaube, es braucht hier auch die Möglichkeit der Gemeinden, auch Tempobeschränkungen auch zu kontrollieren. Auch das ist ganz wichtig. Das erleichtern wir heute auch ganz klar und deutlich durch eine Verordnung des Landes, wäre es hier dann zukünftig möglich. Nur mal vielleicht zu den Inhalten. Weniger schwere Unfälle ist das Ziel. 30 statt 50 bedeutet der halbe Bremsweg. Das ist eine Chance für alle, die einem Unfall verwickelt sind, vor allem Radfahrerinnen und Fußgängerinnen. 109 Menschen kamen im Jahr 2022 bei Unfällen im Ortsgebiet ums Leben. Und wenn man sich anschaut, auch französische Städte, gibt es ein gutes Beispiel in der Stadt Lille, wo Tempo 30 gilt. Was bedeutet das? -30% bei den Unfällen und -39% bei den Schwerverletzten, bei den Toten. An dieser Stelle ein Danke nochmals an alle Beteiligten, an den Verkehrsclub, also VCÖ. Danke an meinen Gegenüber, den Herrn Verkehrssprecher der ÖVP, den Andreas Ottenschläger. Danke an die Mitarbeiterinnen im Kabinett. Danke an die Verantwortlichen, Frau Bundesministerin im BMK und im BMI. Und auch danke an die Gemeinden, an die Länder, die das unterstützen und die das gefordert haben. Und ein letzter Punkt. Wir schaffen auch mit dieser Novellierung die rechtliche Grundlage für Dossierampeln. Auch das wurde in den Medien ja berichtet. Teilweise auch aufbauend auf Fake News, muss man dazu sagen, was die Grünblinkphase betrifft. Die rechtliche Grundlage für Dossierampeln, ein wichtiges Instrument für den Verkehrszufluss, besser zu gestalten, zu entflechten und damit die Daseinsvorsorge in den Orten auch zu sichern, dort, wo es Stauprobleme gibt, dort, wo es auch Probleme gibt, gerade bei Autobahnab- und Ausfahrten. Weniger Stau, mehr Verkehrssicherheit, mehr Lebensqualität, das sind die Ziele. Werte Abgeordnete, Fuß vom Gas bringt allen was. In diesem Sinne eine breite Unterstützung. Am Wort ist der Diplom-Ingenieur Gerhard Deimek, bitte Abgeordneter. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, wir haben heute im Zuge dieser StVO-Novelle ein paar Punkte, die kann man sehr ruhig und rasch mitnehmen und positiv sehen, dass beispielsweise Rettungsfahrzeuge im Halteverbot auch ohne Blaulicht stehen dürfen und nicht irgendeiner vom Wachkörper vorbeikommt und glaubt, er muss Geld verdienen, dass im Erlass von Verordnungen das Verfahren vereinfacht wird, auch
bestens. Und damit kommen wir schon zu den Punkten, die wir sehr kritisch sehen. Womit hatten das im Sommer vorigen Jahres begonnen? Und der Kollege Veratschnik hat schon angeführt, der VCÖ ist hausieren gegangen. Wir wissen, VCÖ ist kein Verkehrsclub, sondern eine Spendensammelorganisation. Diese grüne Spendensammelorganisation ist in den Gemeinden hausieren gegangen mit der Forderung, endlich einmal auf kommunaler Ebene die Notwendigkeit einer Verkehrswende zu sehen und das auch umzusetzen, ohne zu sagen, was eine Verkehrswende ist, nämlich die Einschränkung der individuellen Mobilität. Man hat gefordert, den 30er auf Haupt- und Nebenstraßen im Ortsgebiet, also in der StVO ist Haupt- und Nebenstraßen nicht, da reden wir von Bundesstraßen, Landesstraßen oder Gemeindestraßen, je nachdem wer der Straßenerhalter ist. Und es soll in den Resolutionen soll gefordert werden, dass die Gemeinden ohne Einschränkungen 30 km/h verordnen können. So, und heute wird es verkauft, zumindest von den Grünen, dass diese Forderungen jetzt endlich umgesetzt werden können. Die ÖVP ist sich noch nicht sicher, was sie jetzt wirklich den Gemeinden verkünden, so als frohe Botschaft. Aber wir reden noch immer nicht von den Bundesstraßen, wir reden noch immer nicht von den Landesstraßen, wir reden von den Gemeindestraßen. Und da würde mir die Regelung, wie sie der Kollege Stöger vorgeschlagen hat, nämlich mit einer taxativen Aufzählung von wirklich kritischen Punkten und allem, was er dazu vorgeschlagen hat, würde mir wesentlich besser gefallen, als was man jetzt sagt, das ist Wischiwaschi. Kommt der Bürgermeister auf die Idee, dass das bei einer Schule, bei einem Kindergarten, bei einem Krankenhaus, was immer ist, ist gut. Kommt er auf die Idee, dass das bei seiner Privateinfahrt ist, ist es nicht gut, er kann es aber trotzdem machen. Manchmal glaube ich, dass Sie noch recht haben, wenn Sie dazu noch die Gutachten oder die Sachverständigen im Amt lassen, damit man das halbwegs über die Bühne bringt. Gut ist es nicht, denn es bietet, und das ist wirklich die erste Stufe dazu, wie die ÖVP ja regelmäßig umfällt in dieser Koalition, ist es die erste Stufe im Ortsgebiet flächendeckend den 30er einzuführen. Und dagegen sind wir ganz sicher. Es gibt noch einen weiteren Punkt dazu, das ist die Geschwindigkeitskontrolle. Na, wenn man schon einen 30er flächendeckend im Ortsgebiet machen möchte, dann muss man das auch kontrollieren. Sie wissen aber schon, Frau Bundesministerin, wer dann wirklich die Radarkästen oder die Geschwindigkeitsbestimmungen macht. Da kommen Sie, außer in den Gemeinden mit eigenen Wachkörper, an der Landespolizeidirektion nicht vorbei. Und was die macht, was die wirklich macht, was sie beispielsweise in Wels lange nicht gemacht hat, obwohl es dort wirkliche Probleme mit Rasern gegeben hat, im Bereich der Salzburger Straße, übrigens eine Bundesstraße, diese Probleme, die werden wir auch weiterhin nicht lösen, weil die Polizei zwischen Wels und Linz, die matcht sich halt auf privater Ebene und das führt nur zum Schaden der Bürger bzw. der Städte. Auf was ich aber schon auch noch hinweisen möchte, ist das sogenannte Ramp-Metering. Da wird diskutiert über Grün und Grün-Blinken und ob man das jetzt weglassen soll. Es gab einen Versuch, Franzosenhausweg, Auffahrt bei Linz im Süden, hat angeblich funktioniert. Ich glaube aber, dass man alles, grundsätzlich einmal alles vermeiden sollte, was die Sicherheit beeinträchtigt und was wieder, und das ist wieder mal ein Gesetz, das unter Führung der ÖVP auch zustande kommt, ist Ramp-Metering nach welchen Selektionskriterien? Sind es jetzt große Autos, kleine Autos? Ist es der Verkehr auf der Autobahn oder auf der Schnellstraße, wo man rauflässt? Ist es ein E-Fahrzeug oder kein E-Fahrzeug? Sie machen, liebe Damen und Herren von der ÖVP, Sie machen wieder mal eine Tür auf, die sich die Bürger dieses Landes im Verkehr nicht verdient haben. Denn der Verkehr ist das vorläufige Vehikel dazu und was Sie nachher vielleicht unter irgendwelchen Social Credit Systemen damit machen, das ist die zweite Geschichte. Die Bürger misstrauen Ihnen nicht ohne Grund und darüber sollten Sie nachdenken. Nächster Redner ist der Abgeordnete Andreas Ottenschläger. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher, darf zu Beginn die Gemeinde Weitersfeld im Namen unserer Abgeordneten Martina Diesner-Weiß sehr herzlich bei uns im Hohen Haus begrüßen.
Darf ganz kurz auf zwei Vorredner eingehen. Einerseits Kollege Stöger von der SPÖ. Die Kritik kann ich ehrlicherweise nicht ganz nachvollziehen. Es hat der Kollege Veratschnik ja auch schon hier argumentiert. Natürlich ist es eine massive Vereinfachung, weil wir ja auch hier klarstellen, um welche Zonen es hier geht. Und wenn es um eine solche Zone geht, also sensible Bereiche wie zum Beispiel vor Schulen, Kindergärten, Spitäler, wo wir besonders schutzbedürftige Personengruppen logischerweise identifizieren können, dann hat die Gemeinde in Zukunft sehr wohl eine Erleichterung, hier eine Temporeduktion vorzunehmen und kann als Behörde auch selbst entscheiden, ob sie mit einem Gutachten das untermauern muss, will oder nicht. Es wird vielleicht auch Fälle geben, wo es komplexer ist, wo es weiterhin richtig ist, das zu tun. Aber grundsätzlich obliegt es in Zukunft eben den Gemeinden selber, vor diesen definierten Schutzbereichen, wo es vor allem um unsere Kinder auch geht, hier tatsächlich Temporeduktionen vorzunehmen. Das einmal zum Ersten. Zum Zweiten, Kollege Deimek von der FPÖ, der hier gerade eben von diesem Rednerpult auch gesagt hat, wir sollten alles tun, dass mehr Verkehrssicherheit vorherrscht. Auf der anderen Seite sagt aber, das bringt alles nichts und wir sollen das nicht tun. Also da wünsche ich mir doch mehr Konsistenz in der Argumentation. Die Freiheitlichen machen es ja einmal so oder so, das haben wir heute schon des Öfteren mitbekommen, je nachdem, wo sie glauben, gerade populistisch erfolgreicher sein zu können. Aber dieses vorliegende Paket, meine Damen und Herren, eben mit der Möglichkeit für Gemeinden, da wo es, wie ich schon erwähnt habe, wirklich schutzbedürftige Personengruppen gibt, vor allem es geht immer um unsere Kinder auch, hier mehr Verkehrssicherheit herbeizuführen durch Geschwindigkeitsreduktionen und natürlich auch entsprechend die Kontrollen vorzunehmen, das ist ein guter Schritt für mehr Sicherheit, für mehr Verkehrssicherheit in diesem Land. Und deswegen kann ich diese Argumentation vom Kollegen Deimek überhaupt nicht nachvollziehen. Und meine Damen und Herren, natürlich, es wurde ja auch jetzt die Kritik geübt, was die Dossierampel betrifft. Und da gibt es tatsächlich in der Öffentlichkeit einige Falschbehauptungen und Meldungen. Es geht nicht um einen Systemwechsel bei den Ampelschaltungen, das will ich hier ausdrücklich feststellen und noch einmal klar festhalten, sondern es geht, wie zum Beispiel schon erwähnt, bei Auffahrten zu Autobahnen oder Schnellstraßen darum, dass wir eine schnellere Ampelschaltung sozusagen herbeiführen können, damit eben der Verkehr flüssiger hier wird und es zu weniger Staubildungen kommt. Also noch einmal ganz klar, es wird weiter das bestehende Ampelsystem in unserem Alltag sozusagen stattfinden, aber da, wo es richtig ist, weil wie bei Auffahrten oder Abfahrten es notwendig ist, Dosierungen vorzunehmen, damit der Verkehr flüssiger bleibt, gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Dosieranlage, hier eine Verbesserung herbeizuführen. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich mich auch bedanken. Es haben hier sehr viele an diesem Prozess mitgewirkt. Natürlich Sie, Frau Bundesministerin, mit Ihrem Ministerium, Hermann Veratschnik, auch dir ein herzliches Danke für die wie immer wertschätzende Zusammenarbeit, aber natürlich auch bei allen anderen, die hier mitgewirkt haben beim Innenministerium und dann schlussendlich auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die hier die Initiative ergriffen haben und zum Abschluss auch noch Kollege Deimek von der FPÖ. Es haben auch FPÖ-Bürgermeister diese Initiative gefordert und unterstützt. Zu einer Stellungnahme nun, die Frau Bundesministerin Leonore Gewessler. Ich darf nur, aber Sie wissen eh schon, dass ich muss um 15 Uhr die Sitzung unterbrechen. Bitte, Frau Bundesministerin. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Nationalratsabgeordnete, werte Zuseherinnen und Zuseher hier im Haus, aber natürlich auch zu Hause vor den Schirmen. Sie wissen, das Thema Verkehrssicherheit hat dieses Hohe Haus in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Und wir haben dazu umfangreiche Punkte erarbeitet und auch beschlossen, von den Maßnahmen gegen extreme Raser, über die neuen strengen Regelungen gegen illegale Fahrzeugumbauten bis hin zur Beschlagnahme des Autos bei wirklich extremen und wiederholten Geschwindigkeitsübertretungen. Und all diese Dinge sind in Kraft und sie wirken und das ist gut. Heute wollen wir uns aber dem Thema sichere Straßen in unserem Land nochmals widmen. Und ich möchte Sie dazu ganz kurz mitnehmen auf eine Reise, ganz typische Situation in unserem Land.
meiner Heimatgemeinde, vielen anderen Heimatgemeinden. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen mit Ihrer Familie in einem kleinen Ort. In Gehweite der Wohnung liegt die Schule, in die das Kind geht. 2-3 Straßen weiter das Freizeitzentrum, im Winter der Eislaufplatz, im Sommer das Freibad, in der anderen Richtung der Supermarkt, eigentlich auch nicht weit, mit dem Radl, ideale Distanz zum Einkaufen gehen. Aber Sie haben ein mulmiges Gefühl. Sie haben ein ungutes Gefühl dabei, Ihr Kind allein in die Schule gehen zu lassen oder mit dem Rad fahren zu lassen. Und die Einkäufe im Supermarkt auch nicht so lustig mit dem Radl, wenn man mitten im tosenden Verkehr fährt. Viele Menschen in unseren Gemeinden und in unseren Städten erleben das und spüren das und sehen, dass zu viel und zu schneller Verkehr Lebensqualität einschränkt, dass es laut ist, dass es dreckig ist, dass es gefährlich ist. Und das zeigt sich auch in den Unfallzahlen. Wir haben in Österreich im Schnitt alle 20 Minuten einen Menschen, der im Ortsgebiet im Verkehr verletzt wird. Eine Analyse des VCÖ auf Basis der Daten der Statistik Austria. Das heißt, wir müssen alles dran setzen, die Straßen in unserem Land, in den Orten, den Gemeinden sicherer zu machen, lebenswerter zu machen, und die beste Antwort drauf, und davon bin ich überzeugt, haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Gemeindevertreterinnen und Vertreter vor Ort. Sie wünschen sich genau das, was wir heute hier machen, nämlich vor sensiblen Gebieten in ihren Orten ein geringeres Tempo. Zum Beispiel von Tempo 50 auf 30 vom Kinderspielplatz. Das ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren, den Dreck in der Luft zu reduzieren, den Verkehrslärm zu minimieren. Und deswegen bringen wir heute diese Novelle auf den Weg. Aber für viele Gemeinden, und das war ja der Anlass dieser Novelle, ist das jetzt eine große Herausforderung. Sie müssen bei der Behörde nachweisen, dass die Temporeduktion in dem Bereich erforderlich ist. Und Sie können sich vorstellen, das ist gar nicht so leicht. Dafür braucht es Gutachten, Untersuchungen, und vor allem muss man die Frage beantworten, was ist denn überhaupt erforderlich? Das ist jetzt der Status quo, und deswegen haben sich eben 300 Gemeinden gemeinsam mit dem VCÖ und dem Städtebund gefordert, dass wir das leichter machen mit Tempo 30, und genau das tun wir mit der heutigen Novelle. Gerade die Vertreterinnen und Vertreter von Städten und Gemeinden, die täglich vor Ort im Einsatz sind, wissen, wo Temporeduktionen sinnvoll wird, sind in schutzwürdigen Gebieten, fällt in Zukunft der Nachweis des Erfordernisses, des Erfordernisses vollständig weg. Also künftig reicht es wirklich, wenn diese Straße, wenn die Maßnahme geeignet ist für eine Temporeduktion. Das gilt vor Schulen wie vor Seniorinnenheimen, aber auch vor Spielplätzen, Freizeiteinrichtungen, Kindergärten, und im gesamten Ortsgebiet wird der Prozess für eine Temporeduktion entbürokratisiert und vereinfacht. Und ich sage es Ihnen, ich war in den letzten Jahren viel in unserem Land unterwegs, ganz egal, ob es in Oberösterreich war oder in Kärnten. Wir wird immer wieder von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, von Anrainerinnen und Anrainern darauf angesprochen, von geplagten Menschen, die das Thema angeht, und der gemeinsame Tenor ist dabei: Lasst uns bitte selbst entscheiden. Wir wissen, wo das gut passt. Mir war das ein Anliegen, dass wir diese Anregung rasch umsetzen, und das tun wir heute. Und wir kommen mit der Novelle auch einer weiteren Forderung, einem weiteren Anliegen der Gemeinden nach, nämlich mehr Handhabe bei Kontrolle der Tempolimits auf Gemeindestraßen. Auch hier gilt: Die Gemeinde weiß, wo sind besonders problematische Stellen, wo kommt es immer wieder zu Überschreitungen, und weiß deswegen auch die Problemstellen am Ort am besten. Und die Novelle ermöglicht es nun, den Ländern per Verordnung die Verantwortung für den Bereich der Radarkontrollen an die Gemeinde zu übertragen. Mit 1. Juli treten diese Neuerungen in Kraft. Mit diesen Erneuerungen können die Gemeinden schneller und einfacher reagieren. Und auch ich möchte an dieser Stelle wirklich allen Gemeinden, allen Gemeindevertreterinnen und Vertretern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ein herzliches Danke dafür sagen, dass sie sich für diese Novelle eingesetzt haben, und zwar quer durch Österreich und parteiübergreifend. Da waren ÖVP-Vertreter, Vertreterinnen dabei, auch jene von SPÖ, Grünen und NEOS. Und ja, da waren auch FPÖ-Vertreter, Vertreterinnen dabei. Ein Appell an Sie alle: Hören Sie für Ihre Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die wissen, wo man es am besten braucht. Und in diesem Sinn bitte ich Sie wirklich im Sinne der Menschen in unserem Land um Zustimmung zu dieser Novelle. Herzlichen Dank.
Ich unterbreche die Sitzung zum Tagesordnungspunkt 8 bis 15 Uhr, bis wir zum Aufruf der Dringlichen kommen. Es ist 15 Uhr und ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf und komme nun zur Behandlung des dringlichen